Wir werden uns ein bisschen über digitale Medien unterhalten und gleich zu Anfang die Frage, ob Sie sich als Digital Native selbst bezeichnen würden. Also vom Alter her bin ich, glaube ich, so ziemlich an der Grenze. Das sind, glaube ich, so Anfang die 80er, wo die offizielle Grenze gezogen wird. Also ich nutze alle digitalen Medien ganz selbstverständlich. Ich glaube aber, dass diejenigen, die 10 Jahre jünger sind als ich, doch noch viel selbstverständlicher damit groß geworden sind. Also ich kenne Schule komplett analog und das ist vielleicht ein ganz gutes Kriterium dafür, dass man kein Digital Native ist. Was könnte man denn machen, um Familien zu unterstützen, die Herausforderungen, die digitale Medien mit sich bringen, so zu stemmen? Na, erstmal ist es gut, wenn sich die ganze Familie tatsächlich mit dem Thema beschäftigt und man das nicht nur den Kids allein überlässt, mal zu gucken, was cool ist, weil erstens findet man dann vielleicht nicht alles selbst, was cool ist, und zum Zweiten gibt es natürlich auch gewisse Gefahren und Risiken, bei denen es ganz gut ist, wenn man die im Elternhaus schon mal bespricht. Und das kann auch generationenübergreifend sein, auch mit Oma oder Opa. Wie machen das Familien am besten? Also am besten ohne erhobenen Zeigefinger, sondern einfach spielerisch, indem man sich mal auch von den Kids zeigen lässt, was es alles so gibt, weil ich glaube, die Kids wissen oft mehr als die Eltern, und sich aber auch als Eltern, als Großeltern informiert, wo es denn Angebote gibt zur Vermittlung von Medienkompetenz, was so die Gefahren sind und wie man denen am besten begegnet und das dann gemeinsam mit den Kids auch entwickelt und für sich so das Beste daraus erarbeitet. Das betrifft natürlich das Thema Mediennutzung, wie viel nutze ich Medien, welche Medien nutze ich. Das betrifft das Thema Sicherheit, wie beuge ich Hackerangriffen vor. Aber das betrifft auch das Thema, ich sag mal, Benimmregeln im Internet. Also so Code of Conduct, wie gehe ich mit anderen um im Netz, wie will ich, dass mit mir umgegangen wird, wie verhalte ich mich, wenn etwa Freunde von mir gemobbt werden oder ich vielleicht auch selbst belästigt werde. Und das kann man, da gibt es gute Ratgeber, unter anderem ja auch Teach Today, und mit denen zusammen kann man das sehr, sehr gut aufarbeiten. Aber neben diesen ganzen Risiken, welche Chancen sehen Sie denn auch für die Kinder von heute? Ich sehe in allererster Linie tatsächlich viele, viele Chancen, weil man durchs Netz einfach die ganze Welt in der Hosentasche hat. Es war nie so einfach, sich jegliches Wissen direkt ins Haus zu holen. Es war nie so einfach, mit Freunden, mit Menschen auf der ganzen Welt in Kontakt zu sein. Es ist möglich, sich zu Hause auch Kompetenzen einzueignen, die man später im Berufsleben braucht. Und deshalb gibt es eine ganze Menge Chancen durch die Digitalisierung, durchs Netz. Und wir wollen, dass die auch jeder nutzen kann. Und deshalb werbe ich auch sehr dafür, dass man Digitalisierung auch viel mehr als bisher schon in den Schulen verankert. Und das ist ja auch Thema der Messe nebenan und der Infostände hier. Und ich glaube, das ist genau der richtige Weg. Ja, aber neben dieser neuen Möglichkeit, sich weiterzubilden, besteht natürlich auch das Risiko, dass man auch viele Informationen trifft, die ja von irgendjemandem reingestellt wurden, die einfach schlicht und weg falsch sind, aber als Fakten dargestellt werden. Wie grenzen Sie da ab? Genau deshalb muss es auch in den Unterricht, weil wir jetzt auch in der Schule vermitteln müssen, nicht nur uns Wissen anzueignen, sondern vor allem Wissen zu selektieren und abzuwägen, was ist ein Wissen, was ich brauche, was ist eine seriöse Quelle, wie kann ich Quellen gewichten und wie kann ich mit Hilfe von dem Unmengen Wissen, was ich im Netz ganz schnell mit einem Klick habe, die Probleme lösen, vor die ich gestellt bin. Ich selbst mache das natürlich auch tagtäglich, weil wir ja auch komplexe Sachverhalte auch in der Politik haben, wo das Netz ganz viele Möglichkeiten bietet, sich zu informieren und wo man sehr gut gewichten muss, was ist denn eine seriöse Quelle, wo stehen hinter einer Quelle auch Interessen, die ich mit berücksichtigen muss, und das versucht man miteinander abzuwägen und sich eben ein möglichst umfassendes und möglichst neutrales Bild dann auch tatsächlich von einem Sachverhalt zu machen. Was würden Sie denn sagen, wie ist die momentanige Situation an Schulen? Also wie viel Handlungsbedarf besteht da noch?
Ja, es gibt schon tolle Initiativen. Es gibt Lehrer, die digitale Möglichkeiten in den Unterricht mit einbinden. Es gibt ganze Schulen, die sich digitalisieren. Gerade heute sind ja hier zwei Smart Schools vorgestellt worden, die sich da wirklich mit Power auf den Weg machen. Ich glaube, dass es mehr noch ein Gesamtkonzept werden muss, dass die einzelnen Länder für ihre Schulen Konzepte entwickeln müssen und die Schulen deshalb stärker begleiten auf dem Weg. Es gibt nämlich viele Schwierigkeiten, angefangen von der Technik bis hin zu der Vermittlung der Lerninhalte, pädagogische Konzepte, Lehrerausbildung, Lehrerfortbildung, Weiterbildung. Die Arbeit mit den Eltern ist ein ganz, ganz wichtiger Bestandteil. Und das jeder Schule allein zu überlassen, das werden auch die Schulen nicht schaffen. Und deshalb braucht es da gute Angebote und gute Konzepte. Und auch hier ist es total spannend, sich hier umzugucken und zu sehen, was hier alles passiert, was angeboten wird. Und woraus die Schulen jetzt schon schöpfen können und das Ganze in ein Gesamtkonzept einbinden und dann möglichst schnell auch umsetzen. Das ist mein Wunsch für die nächsten Jahre und auch schon Monate. Ja, ich bin gespannt, wie es da weitergeht und bedanke mich